im schönen Wallis. Der Pieter Rosa hinter Ich bin sehr gerne in Unterbach, weil das ein sehr gutes Tourenangebot hat. Für sämtliche Stärkenklassen, so will sagen. Also auch der Anfänger kann sich da gut ein bisschen weiterentwickeln. Und das hat auch für Genüsse sehr schöne Skitouren. Und der grosse Vorteil, den wir haben in Unterbach, wir haben Transportanlagen, die uns von Unterbach, also von 1100 Meter auf 2400 Meter aufbringen. Da sind wir mitten im Tourengebiet drin. Man kann von dort aus sehr schöne Skitouren machen. Das ist eine Distanz von etwa, also eine Höhendifferenz von etwa 600, 650 Meter. Also eine Laufzeit von 2,5 Stunden ungefähr. Auch kann man das machen, wenn die Lawinensituation ein bisschen prekär ist. Es hat immer Möglichkeiten, da die Skitouren zu machen. Ein grosser Vorteil ist, wenn es die Schneelage unten nicht mehr so gut ist, aber die Pisten sind eigentlich in der Regel immer so gut gemacht, dass man bis fast vor den Walliserhof fahren kann. Walliserhof ist für uns Tourenfahrer ein sehr guter Stützpunkt, eine sehr gute Küche und sehr lebenswürdige Wirtsleute. Dort tun wir alles zu sehen. Er führt mit dem eigenen Büssel führt er einen Simplon rauf. Oder holt einem auch das Fischbunden, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. Man hat auch die Möglichkeit, mit dem Zug auf Rahlen zu fahren, mit der Seilbahn auf Unterbach. Also man ist eigentlich der grossen Welt angeschlossen von dem her. Liegt auf einer Sonnenterrasse, gegenüber einem Bietschor, einem Lötschertal, hat eine wunderbare Aussicht. Und wenn es sein muss, dort wird einem auch noch mit dem Büssel auf Eischol, dann kann man dort noch weitere Skitour machen. Also ist für meine Augen ist es sehr empfehlend. Ich bin als Bergführer bin ich sehr viel mit Gästen und die sind immer sehr begeistert.